Die Sommerpause ist vorbei und es geht weiter in Belgien. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. 19 Zähler hat Michael Schumacher Vorsprung und es ist angeblich schon irgendwie nass. So richtig nass sieht das aber nicht aus. Fahrzeugeinstellungen. Baby Belgien? Nein. S wie Spa oder S wie Stavlo? Gut. Fahrzeugeinstellung, nochmal kurz gucken. Benutzer definierte ändern. Flügelsalat steht bei 1920, ist aber schon viel. Achso, halt, Moment. Erstmal mit Standardkram fahren. Genau. Gut, ein paar Sekunden hier Menü vertrödelt, aber hey, gibt Schlimmeres. Nicht rückwärts. Wir stehen ganz schön schief. Der Ferrari fährt bergauf. Der auch. Der fährt nicht bergab. Fertig. Das wäre, sieht aus wie ein Airbus. Bin immer gespannt, ob das hier auch in Rouge wieder ziemlich abgeht. Ab einem gewissen Punkt im Rennen. So geschwindigkeitsmäßig geht es dann wieder ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Abwärts. Das ist jetzt erstmal das Standard-Setup, was wir auch die letzten Male in Spa hatten. Muss ich sowas wie gute Runden hinbekommen und dann wechseln wir das Setup und gucken dann, ob die Rundenzeiten besser werden. Es war genau richtig voll, den Randstein mitgenommen, aber eben auch nicht zu viel. Zwecks ab in die Wiese. Dieser Grafikfehler mit dieser erhöhten Wiese wieder, mit dieser ausgehobenen. Gut, das war fast zu viel. Etwas zu früh gebremst mit dem leichten Auto. Der Mützenmann guckt uns wieder an und guckt uns auch hinterher. Fällt nur noch, dass er uns hinterher pfeift. Jetzt geht die Gezeile der Runde los. Die Texturen da hinten bei den Bäumen, die spielen verrückt. Hätte ich auch mehr gehen können, das war jetzt ziemlich lasch. Das war fast schon wieder zu viel. Das war auf jeden Fall zu wenig, nicht gut. Das kostet Zeit. Thank you.
1,51. Ja, gerade noch. Oh, jetzt kommt Regen. Ich sehe was auf der Linse, auf dem Visier und ich fahre zu weit raus. Mist. Hab zu spät gebremst. Es liegt jetzt nicht am Regen. Das kann ich nicht auf den Regen schieben. Das wird mit Sicherheit langsam. Eigentlich ist der Messpunkt hier vor der Schikane bekannt. Fast 13 Rückstand in der Schikane. Wenn es jetzt nass wird, dann verschiebt das ja die Rundenzeit. Und zwar überhaupt. Es verschiebt die Rundenzeit, wenn wir dann andere Setups probieren. Das ist aber nicht gut. Nein! Immerhin geht das Auto nicht kaputt, trotzdem die Runde ist im Eimer. Ja und ja, hinter uns ist wirklich ein Aeros rausgefahren, als wir aus der Box gefahren sind. So wenig sind wir hier noch nie ins Kies gekommen, wenn wir uns hier ins Kies begeben haben. Schon nicht schlecht. Wie gefühlt keine Himmel am Wolke ist, zumindest kann man da nichts erkennen und trotzdem regnet es. Eieiei. Das war aber ganz schön abgehoben. Mal gucken, ob die nächste Runde besser wird. Leicht langsamer. Das hat gepasst. 15,8. Gefühlt könnte die Runde wirklich besser werden, wenn der Regen hier keinen Einfluss haben sollte. Jawohl, schneller. Aktuell sind wir 8er. Den Aeros holen wir ein. Aber nicht mehr nächste Runde, wir fahren nächste Runde rein und schnappen uns ein anderes Setup. 1,1 Sekunde schneller, sehr schön.
mal eine ganze Ecke schneller. Dabei habe ich mich jetzt gar nicht großartig angestrengt. Sagt viel über die letzte Runde aus, zumindest über den ersten Sektor der letzten Runde. Immer noch schneller. Egal, wir kommen rein. Hab's ja immerhin schon angekündigt. Aber die freuen sich jetzt schon, wenn wir jetzt nicht reinkommen würden. Die Crew wäre ganz enttäuscht. Jetzt habe ich gar nicht auf die Höchstgeschwindigkeit geguckt, die wir... Moment, das geht hier ganz einfach, weil wir hier viel zurückspulen können. Höchstgeschwindigkeit, was hatten wir oben bei Camel drauf? 313, das lässt sich merken. Fast so wie ein Nummernschild. Ich lade zur Sicherheit nochmal. Okay. Neunter sind wir. Aktuell sind wir neunter. Gefühlt hat der Regen etwas zugenommen. Jetzt bin ich gleich mal auf die Höchstgeschwindigkeit gespannt. Da vorne schiebt sich was vor uns her. Auf dem Asphalt. So eine Linie mit Asphalt dran. Wir sind arschlangsam. Aber klar, mit maximalem Flügel überrascht mich das jetzt nicht sonderlich. Aber ich bin sehr gespannt, ob die Rundenzeit am Ende eine ganz andere sein wird. Wir fahren hier 13 km/h, 15 lang. Na, hier ist nass. Gefühlt fährt sich der Wagen wie so ein Stein. Nach der Geraden zumindest. Aber als die Strecke jetzt nass wird, ist es ja richtig beknackt. Das verzerrt das Bild. Ich glaube, die Flügeleinstellung ist zu krass. Ist ja fast Maximum, wenn ich da an F1 denke. Da bin ich überhaupt nie mit Maximum Flügel ins Paar gefahren. Bin mal auf die Flügeleinstellung Monza gespannt. Nicht mal die 300 Sachen geknackt.
Im siebten Gang kommen wir auch nicht weit, das ist ja echt dünn. Gefühlt ist das Setup ziemlich murks. Wir hatten das erstellt. Aber mal überraschen lassen. Jetzt geht's erstmal auf die Gerade mit 14-15 km/h weniger. Ich tue mir die Zeit aber jetzt in Rouge raus mit mehr Flügel. Bin mir gefühlt gar nicht mehr aus dem Quark kommen. Hm. 34,2, das wird sowas von langsamer. Oh nee, hier ist richtig nass. Scheiß Wetter, es rutscht auch noch. 7/10 Rückstand und die Hinterräder drin durch. Was ist denn das jetzt, Mann? So, soll man denn da ein Setup testen? Ich spinne doch. Das ist doch richtig doof. Ich merke mir jetzt die Rundenzeit, die wir nach dem zweiten Sektor angezeigt bekommen. Dann versuche ich die nochmal im Samstagstraining zu knacken. Endrundenzeit bitte. 50,776. So, den Rest können sie alleine machen. Ugh. 50% Regenwahrscheinlichkeit. Okay, es ist nass, aber irgendwie hoffentlich trocken. Passt das noch? Ändern? Habe ich mir nicht gemerkt. Passt schon eher. Okay. Die Reifen. Die hat er drin. Tanken. 12. Wehe, es ist zu nass. Ich war schon mal gucken. Ich muss mal weg. Fertig. Nicht, dass die paar Sekunden noch sehr entscheidend sind für eine bessere, schlechtere Rundenzeit. Im letzten Sektor der schnellen Runde, aber hier sieht es schon mal trockener aus als gerade eben im Freitagstraining. Sachen, oh Mann, ey. Viel mehr geht nicht. 97, 96, 95, 94, 95, 96, 97, 98. 1,50, 776.
Oh, das war nicht gut. Wie der Wagen auch ausgebrochen ist bei Zufall Rammstein. Gar nicht so gut sehen. Das war zu Beginn des Freitagstrainings besser. Da konnte man alles klar sehen, wenn man nicht zu langsam ist. Ich glaube, das ist im Sommer einfach langsamer, weil wir zu viele Vollgaspassagen haben und ich nicht glaube, dass wir den Kurven mit der Flügeleinstellung die ganze Zeit rausholen. Im Gegenteil. Der Himmel sieht generell unfreundlicher aus als noch im Freitagstraining. Die Strecke sieht aber noch freundlicher aus, weil sie noch nicht so viel Wasser aufnehmen musste. Schätze ich mal, das macht den Unterschied aus. Viel, viel langsamer. Die ganze Zeit haben wir nicht in der letzten Runde hier noch Rouge verloren. Nee. Der Blaue holt uns ein. Leicht schneller, ja, leicht. Super. Werden BMW Williams. Jetzt kann man noch weniger oben vom Berg sehen, es ist noch diesiger geworden. Wir kommen rein, das Setup ist Müll, was ich da erstellt habe. Dann fahren wir mit dem Standardding. Bleibt ja uns nichts anderes übrig. Wie die hier aufholen, das ist ja schon im Rennen mit Windschatten ekelhaft gewesen, und die fahren ja einfach so. Super. Oh Mann. Oh, schaut mal, über 300 Sachen, cool. Wow, Hilfe. Einfach an uns vorbei. Außenrum auch noch. Oh Mann, ey. Und dann auch noch Rutschi-Rutsch. Der BMW spielt mit. Sehr gut. Satz mit X. Das Setup war wohl nix. Gut. Hake ich so ab. Dann heißt es im Qualifying auf jeden Fall auf Standard-Setup stellen, wenn nicht schon eingestellt, wenn das nicht eingestellt werden sollte. Ich gucke auf jeden Fall nach und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.